Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute gucken wir uns den zweiten Messerundgang auf der IWA an. Unter anderem mit dem Video Die Interceptor, aber auch das Schießkino von Holosun. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Okay, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist jetzt Mensch und Maschine in einem. Also ein dritter Arm quasi, der hier aus der Hüfte rauskommt und dir die Waffe hält. So noch nie gesehen. Hast du das schon mal gesehen? Schreib es in die Kommentare. Ja, diese Shooting Sticks sind natürlich sehr, sehr sinnvoll. Ne? Also immer wenn ich mit der Excalibur unterwegs bin, habe ich in der Regel auch so einen Stick dabei. Jetzt nicht von diesem Hersteller, aber ich denke mal, die Funktionsweise ist die gleiche. Also man drückt hier vorne den Trigger und dann kann man sich das verschieben, lässt den los und es arretiert. Sehr vernünftig, gerade bei den Full Sizes. So, jetzt sind wir am Stand von Epic Airguns. Also, sieht schon sehr cool aus im Bullpup-Design. Und trotzdem gefällt es mir, das muss was heißen. Ha, wobei, ja, ihr kennt mich, den farbenfrohen Mac. Das ist natürlich dann eher die, die ich nehmen würde. Oder ist es doch die? Nein. Das ist nicht meins. Das ist dann schon wieder eher meins. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann wegen dem Licht, aber das ist auf jeden Fall Oliv. Sehr interessant, sehr interessant. Und? Was sagt der Profi? Könnte gut gehen, ja. Ist auf jeden Fall echt ein sehr interessantes Design. Und das ist dann aber einzeln zum Repetieren, ne? Ja, das würde flüssig gehen. In der Farbkombi. Eric, wir müssen hier schnell weg, sonst wird es teuer für mich. Ja, meine Geldbörse brennt schon. Schnell weg hier. Oh, böse, böse, böse. Schnell weg. So, hier die Suche nach den Red Dots geht weiter. Auch wenn wir, glaube ich, hier noch nicht so ganz fündig geworden sind. Mal schauen. So, mit der Lasergun hier auf das Ziel. Dann gucke ich doch mal. Ah. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Ein schöner Holzschaft an einem Revolver. What? Die Frage ist jetzt, ist es ein Revolver oder ein Gewehr? Und die Antwort ist? Revolvergewehr. Es ist ein Revolvergewehr. So einfach ist die Welt manchmal. Die Stör SRT. 9x19 Parabellum. So, wir sind bei Springfield Armory und hier gibt es die ganzen 1911 Modelle. Das ja, klassische Modell. Hier haben wir jetzt diese drei sehr, sehr böse aussehende Waffen, aber das ist eine Attrappe. Das ist ein Break Barrel, ein Knicklauf. Really hard, okay? Ah, krass. Crazy. Never seen such a break barrel. Really? No, not in this optic. Great. Ja, also das ist halt wirklich ein Knicklauf, ne? Das ist... Oh. Okay. So viel dazu. Ja, ein Knicklauf-Luftgewehr in der Optik von der M16. Das ist schon lustig. So, und hier gibt's weitere Break Barrels. Echt lustig. Sowas als Luftgewehr. Tja.
Eine PCP. Und die ewige Suche nach dem perfekten Red Dot und dem perfekten Scope für die Stinger geht weiter am Stand von Vector. So, wir sind jetzt hier an einem Stand für Zielscheiben und so. Und ja, da kommen wir so ein bisschen ins Träumen, was man da so alles machen kann. Gerade so ein Texas Star wäre natürlich sehr cool für Crossbow Dynamics oder auch solche Geschichten hier. Das ist natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll. Das wäre schon cool, hier sowas, ne? Kannst du dich duellieren. Du schießt auf die Seite, dein Kumpel schießt auf die Seite und wer am Ende die wenigsten Ziele da hat, hat gewonnen. Da kann man natürlich auch richtig crazy gehen, ne? Krass. Sehr cool. So, und hier haben wir dann auch das Original von dem Dreibein. Das ist das, was ich dann auch wirklich habe. Da ist er. Da ist mein Stick. Genau, den habe ich und mit dem bin ich echt sehr zufrieden. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch den auf Amazon. Da gibt es den auch zu kaufen und der ist echt super. Aber bei Amazon habe ich immer nur den gesehen. Den sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal und muss eigentlich sagen, ich brauche den dringend. Mal gucken, ob es den auf Amazon gibt. Dann wird der sehr schnell in den Einkaufswagen gelegt. Ja, und hier haben wir mal eine Überlegung für auch die ferne Zukunft. Aber wäre es nicht mega cool, irgendwie ein Tontaubenschießen mit der Stinger? Oder der Edda? Oder der Excalibur? Das wäre schon was. Schwer, aber bestimmt machbar. And who can we not forget, Eric? Primary Arms. Und hier ein meiner Meinung nach sehr gut gelungener Spagat aus Tradition und Moderne. Die neuen Revolver von Spohr. Sogar made in Germany. Ja, schau mal einer an. Das ist halt Qualität, ne? Boah, und es wiegt was. Sehr fein. So, wo sind meine Messerfreunde? Fabian, was sagst du dazu? Geil, oder? Markus, das wäre doch was für deine Sammlung. Eigentlich so ziemlich alle, oder? Sehr schön. Yatagan-Knife. Ja, das ein oder andere Stück stelle ich mir in deiner Sammlung sehr gut vor. Und die Suche nach dem perfekten Red Dot geht weiter am Stand von Holosun. Und hier haben wir auch mein aktuelles Lieblings-Red Dot. Ich bin absolut begeistert davon, aber es ist natürlich auch nicht günstig. Das muss man an der Stelle dazu sagen. Es ist relativ teuer, aber es ist einfach geil. Wer weiß, vielleicht finden wir noch eine Lösung, die besser ins Budget passt. Wir bleiben dran. Und hier jetzt noch einmal ohne die Schäfte dran. Und hier sehen wir es nochmal. Es ist das HS510C. Und wenn ich das so in Sandfarben sehe... Oh Gott. Ich glaube, 2024 wird wieder ein wenig teuer für mich. So, hier gibt es ein Laserkino. Und das würden wir einfach mal testen, oder? Ja. Mit Eric will man sich besser nicht anlegen. Okay, 230. So, jetzt will ich auch mal. Thank you.
Nicht schlecht. Ja, da ist Mac auf Platz 1 gelandet. Sehr cool. Das kann so bleiben. Und ganz, ganz, ganz viele Magazine. Und ein kleines Magazin für mich. Mac für Mac. So, hier haben wir jetzt wieder so sportlich, dass es dem Mac-Sportler nicht gefällt. Es ist nicht meins. Schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, wie seht ihr das? Ist das was, was euch ansprechen würde? Klar, jetzt auf Armbrust adaptiert, ne? Aber wäre das was für euch? Also für mich wäre es nichts, muss ich ehrlich sagen. Ja, das dann schon eher. So in die Richtung. Ja, das ist so ein bisschen der Spagat dazwischen, ne? Was sagt ihr denn zu einem Color Kit aus Walnussholz? Wäre das was? Macht man das? Und was wird der Spaß kosten am Ende? Kurz eingefallen, wenn Sie wirklich merken, ich habe den Fehler von 26. So, FXR ganz made in Sweden. Schön. Wow. Das kann was, wow. Ja, das für so ein Luftgewehr. Damit würde ich mich aber auch so ein Stück weit sehen, oder? Oder hier das Ding. Ja, gibt schon schöne Sachen. Auch ein sehr schickes Ding. Ja. Side-by-side Lever-Action. Ja. Auf Cowboy. Also wenn ich das hier so sehe, dann denke ich, dass ich ganz dringend mal meine Stinger umlackieren muss. Mal mindestens eine von den vielen, die ich habe. So, wir sind angekommen in der Airsoft-Halle. Das ist jetzt hier alles nicht echt. Das ist alles Airsoft. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von Airsoft? Ich habe mir tatsächlich jetzt relativ kürzlich eine Airsoft besorgt. Eine M4. Nicht so schön wie die hier. Aber ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wollt ihr das mal sehen? Macht das Sinn für euch? Oder interessiert euch das mal so gar nicht? Das ganze Airsoft-Gedöns. Und wenn, welche, was würdet ihr nehmen als eure Primary? Eine M4 oder eine AK oder irgendwas? Oder mit den kleinen Pistolen? GBB? SAEG? Federdruck? Man weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Und wir sind an der Airsoft Range. Können ja mal gucken, ob wir hier auch gleich mal eine Runde machen können. So, hier sind wir am Stand von Lancer Tactical. Und jetzt kann ich euch direkt auch einmal zeigen, was ich denn habe. Denn ich habe, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die. Ja, der Schaft ist es auf jeden Fall schon mal. Ich habe einen anderen Handguard. Ich habe den in schwarz. Aber genau, das müsste es sein. MK18 Mod. Also mit kurzem Lauf. Ja, funktioniert gut. Und das? Ist das eine Airsoft? Das wäre ja krass. Sehr cool, was es alles gibt. Oder ist das vielleicht eine gute Option? Eine Pumpgun? Also wenn das hier nicht reicht oder das Geschütz von eben, der kann dann auch zur Minigun greifen. Eine Airsoft Minigun, wie krass ist das denn? Krass. Das ist schon krass. Ja, wenn mal zwei Läufe nicht reichen, dann hat man die hier. Und wen haben wir denn da? Und hier haben wir ein bekanntes Gesicht. So, der Jörg hat leider gerade keine Zeit. Der ist hier gerade in einem sehr wichtigen Gespräch. Aber ich werde mir jetzt mal die Interceptor anschauen. Und die neue EK Archery Adder
mit dem neuen Mod. Ja, hier ist die Interceptor. Was sagt man dazu? Den Wurfarm kennt man irgendwoher. Und der Whipshot. So wie er bei mir im Büro hängt. Ich würde die ja gerne mal trocken in die Hand nehmen. Darf ich das? Ja, klar. Ja? Das wäre... Ui, oh, die wiegt aber gut. So, ich habe hier endlich mal die Interceptor in der Hand. Die haben es schon leichter gemacht jetzt. Also die war vorher die erste Version. Echt? Halt Metall, eine Metallversion, aber die war einfach zu schwer, muss man wirklich auch sagen. Aber, Moment. Kann man ein bisschen rücken. Also hier musst du auch bei beiden Moment. Mittig schön draufdrücken und dann rüberziehen. Genau. Dann geht's. Okay. Nee, aber mit was war ich falsch? Mit draufdrücken und mit runterziehen. Der geht mit runter, der Hebel. Genau, ach so, der geht... Also, wenn du mal kurz vormachen. Ja, gerne bitte vormachen. Kannst du schalten. Kannst du okay. Beide. Ah, das kommt mit raus. Okay. Genau. Ah ja, okay. Genau. Okay. Ah. Ja, so klappt es nicht. Ich hab auch was am Anfang gebraucht. Ja. Und dann geht es dann. Das ist der 60er, ne? Das ist der 60er Standardwurfarm. Es gibt auch Varianten. 30, 90, 120 sind die Möglichkeiten, die man hat. Und was halt echt Spaß macht, ist natürlich hier das Schnellwechselsystem hier vorne. Ah. Da kann man hier drauf drücken, dann kann man hier im Endeffekt vorne so ein bisschen, bisschen rausziehen und dann hat man halt die Möglichkeit, den Wurfarm wirklich ganz, ganz schnell... Kann ich das einmal testen? Wie macht man das? Ich habe jetzt auch noch nicht so oft gemacht, aber... So ein bisschen leicht, da müssen wir ein bisschen zudrücken. Ah. Also im Grunde wie beim Adder durchdrückpin dann. Ja, genau. Mhm. Ja, wow. Okay, so ist es korrekt. Ah, und dann kann man es halt hier wechseln. Ne? Dann kann man das so ein bisschen hochklappen. Ah, okay, aber das ist jetzt kein... Oder ist das ganze Gelbe ein Wechselblock, den man so das nehmen kann? Das ist ein Wechselblock, genau. Ah, okay. Den kann man halt so 1-2-1 wechseln. Ah. Da hat man dementsprechend dann die Möglichkeit auch... Ja, ah, das ist ja jetzt echt nicht gummiert worden, ne? Das hier. Wollt ihr das so lassen? Wie gesagt, das ist ein Prototyp. Ja. Ich muss noch mal fragen, ob vielleicht noch so ein paar Pfeile eingebracht werden oder nicht. Da ist ja der erste Ansprechpartner, wenn die alle sind. Ja. Deshalb brauchen wir eine andere Variante vielleicht zu den Armbrüsten bei Birken. Der Fußball, okay. Zu Hause ist, das ist ja kein Problem. Bei Armbrüsten muss man die wieder abgeschlossen. Also ein bisschen der Hintergrund, genau. Und bei denen. Also dieser Bogen lässt sich auf jeden Fall sehr leicht spannen. Wie kann ich die. Kann ich die auslösen so? Nee. Jetzt aber noch nicht getestet, wo ich eigentlich bin. Ja, ich würde es vielleicht. Ich meine, es ist nur der 60er, ne? Ja, aber ich würde es trotzdem vielleicht lassen. Oh. Hier, der zweite Spannhaken ist rausgegangen, als wir den vorderen Teil. Ja, Mist, jetzt habe ich hier aber Mist gebaut. Ich habe doch vom Thema Armbrust keine Ahnung. Ich kenne dich doch. Ich habe schon öfter mit dir geschrieben. Echt? Ja, doch. Ja, doch, stimmt. Ich bin ja selber im Kundenservice. Also von daher, oft am Telefon, schreibe auch für die E-Mails. Von daher, vor ein paar Jahren für Gogan. Sehr cool. Naja, also die gefällt mir. Optisch macht sie in echt deutlich mehr her als auf den Fotos auf jeden Fall. Definitiv. Würde ich sagen, ja. Ja, oh. Die Fotos sieht sie mal irgendwie, finde ich, ein bisschen kleiner aus. Ja, genau, sie kommt hier doch größer rüber. Und sie ist ja überraschend schwer, ne? Das. Ein bisschen Eigengewicht hat man. Aber man hat hier auch ein Metallmagazin. Ne? Aber es gibt dann auch noch diesen zweiten Schaft, dass man dann hier oben. Genau, ne? Man hat doch die Erhöhung automatisch immer mit dabei. Richtig, dass man halt hier das Element halt komplett wechseln und dann kann man halt den Schaft noch ein bisschen höher ansetzen. Mhm. Das wäre halt die zweite Möglichkeit. Genau. Ja. Das wäre dann so meine Art, das hochzuziehen. Ja, ich will das irgendwie nicht so gespannt lassen. So, geht doch. Ja, T-Interceptor. Was sagst du denn zu Interceptor? Muss ich kaufen, muss ich probieren. Ja. Bevor ich das probiert habe, muss ich sagen, die verkaufen, dass es funktioniert. Ich kaufe das und probiere das und dann mache ich Videos dazu. Mindestens ein Video, wenn es sich lohnt, mehr Videos. Ich bin sehr gespannt. Ja.
Ja, also so ähnlich sehe ich das auch. Die Interceptor, die kriegt auf jeden Fall ihre Chance. Sie hat sehr viel Potenzial und ich hoffe, dass sie dieses Potenzial auch nutzt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, sobald das Ding bestellt werden kann und auch ausgeliefert wird, bin ich doch hoffentlich einer der Ersten, die das Ganze mal testen dürfen. Und ja, vielleicht können wir die Tage nochmal mit dem Jörg sprechen. Jetzt gerade war er ja leider beschäftigt. Mal schauen, wir sind ja nicht nur einen Tag hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen, denn das war's für heute. Die Messe war einfach so groß und umfangreich, da hat nicht alles in ein oder zwei Videos reingepasst. Deshalb gibt's auch noch einen Teil 3. Und in Teil 3 schauen wir uns dann Barnett an und versuchen noch einmal an den Gogan-Stand zu kommen, um noch einen besseren Überblick über die Interceptor zu kriegen. Und wenn du das sehen willst, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben und die Glocke abonnieren, damit du das nicht verpasst. Ja, und jetzt bleibt mir auch nichts anderes mehr übrig, als mich bei dir zu bedanken fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche auch dabei bist. Bis dann und ciao!